Hallo Freunde zu einem neuen Video. Und erstmal danke für die 100 Abonnenten, die wir mittlerweile erreicht haben, dank eurer Hilfe. Wir testen heute die Tabakmarke von PA Sports. Nennt sich namentlich Pain. Kommt in diesen Dosen, schaut ein bisschen aus wie die Chaos-Dosen. Komme ich mal zum Schnitt. Denn der ist, sorry, aber der ist wirklich miserabel. Der ist so Absolem-Niveau. Also wirklich ein ganz, ganz, ganz grober Schnitt. Nur mit dem Unterschied, dass wir hier ganz viele kleine Äste drin haben. Also rein vom Schnitttechnisch her finde ich den Tabak für 16,90, die er übrigens kostet, nicht geil. Ja, ich habe jetzt da zumindest so einen mittelgroben Schnitt erwartet, sowas Normales. Aber das finde ich schon echt ein bisschen happelig. Dann mach du mal den Geruch. Ja, dann kommen wir zum Geruch. Riechen soll er ja nach... Limette, Menthol, Maracuja. Limette, Menthol, Maracuja. Ich denke, Zitrone, ja, aber das läuft doch irgendwie selbe. Sowas, ja. Also. Geruchlich kommt die Zitrone oder die Limette ganz stark im Vordergrund, genauso wie die Minze. Von der Maracuja, da kommt fast nichts durch, also das ist sehr wenig. Wenn ihr jetzt nicht wisst, dass da Maracuja drin ist, dann könnt ihr das auch nicht sagen. Also, so einen minimalen süßen Geruch hat er durch die Maracuja, aber das war's dann schon wieder. Also da merkt man fast nichts. So, geschmacklich verhält sich das Ganze relativ ähnlich, muss ich sagen. Obwohl er mir gerade jetzt, weil wir rauchen jetzt ausnahmsweise mal draußen, besser schmeckt, wie er bis jetzt immer geschmeckt hat. Liegt wahrscheinlich einfach dran, weil es hier gefühlte 85 Grad hat. Beim Geschmack, es kommt ganz klar diese Mentholnote, die Zitronennote. Und dann kommt aber nochmal so die süße Maracuja mit. Schmeckt nicht schlecht. Könnte man von den Aromen her, aber finde ich, ein bisschen besser machen. Ist jetzt nichts, was mich vom Socken haut. Ist so diese Standard-Zitrone, die man in so vielen Tabaks hat. Und dann so eine... Dieser leichte auch Maracuja reicht auch nicht mehr rauchen. Man kann ihn durchaus rauchen. Ist jetzt aber nicht unbedingt ein Brett, sagen wir es mal so. Ja, also geschmacklich, wie schon gesagt, das Menthol und die Limette, die kommt stark im Vordergrund. Ist das gleiche wie beim Geruch. Ist auch ziemlich ausgewogen. Die Maracuja. Wie es der Mario schon gesagt hat, wir rauchen jetzt draußen, deswegen bilden wir uns das vielleicht ein, dass die Maracuja mehr durchkommt. Also wir haben den jetzt auch schon ein paar Mal in unserem gewöhnlichen Shisha-Raum gehabt und da habe ich die Maracuja nicht so ganz rausgeschmeckt. Also es könnte vielleicht an der Wärme liegen, dass man dadurch sagt, da jetzt ist die Maracuja mehr drinnen. Aber die kommt dann auch mehr so zum Abgang, sozusagen. Ansonsten, ja, also wie schon gesagt, die Maracuja, Limette und Minze, die kommen im Vordergrund und dann im Abgang die Maracuja. So, das war es dann irgendwie von meiner Seite aus. Rauchentwicklung? Ja, die Rauchentwicklung ist gewohnt. Man hat da auch in den Dosen einen See aus Molasse da drinnen, also damals wie bei den Chaos. Also die Rauchentwicklung muss gut sein. Es ringtauglich. Ja, es ringtauglich. Das ist ein lizenzierte Racers Mobility-Siegel. Abschließend kann ich nur noch sagen, zum Fazit, geruchlich würde ich eine 3 geben, geschmacklich auch eine 3 vom Schnitt her. Ich weiß nicht, ich würde wirklich was zu einer 1 tendieren. Also für 17,90? 16,90. 16,90. Ja, also... Da gibt es wesentlich Besseres und auch Günstigeres. Richtig, ja. Also von dem her, Schnitt, sorry, aber ist leider eine 1. Rauchentwicklung 5 von 5, wie immer. Also ein durchschnittlicher Tabak, ist halt die Frage, was man vom Geschmack erwartet, weil jeder hat einen anderen Geschmack beim Shisha-Rauchen. Es gibt auch Leute, denen schmeckt da ganz gut. Und das war's soweit eigentlich von dem Video. Ich wünsche euch zu Hause noch einen guten Rauch. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.